Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Part. Entspanntes, vergessen ist nicht vergangen. Immer wieder muss ich bei diesem Titel so ein bisschen überlegen, worüber, was meint dieser Titel? Vergessen ist nicht vergangen? Wahrscheinlich die ganzen Straftaten, die Leute gemacht haben, wurden halt irgendwann vergessen, sind aber nie vergangen, weil, ne, deswegen wurden die verurteilt. I don't know. Schickt mir eure philosophischen Weisheiten bitte jetzt in die Kommentare. Wir sprechen jetzt mit Diego. Wir haben nämlich alle Leute überzeugt. Habe ich schon genug Stimmen? Ich habe mich ein wenig umgehört. Sly ist zufrieden mit dir. Er stimmt für dich. Sketty war völlig zufrieden, als er von dir gesprochen hat. Malte hält dich für einen wahren Kerl. Fingers hält dich für einen guten Dieb. Dexter hat für dich gestimmt, obwohl ich bezweifle, dass er überhaupt weiß, wer du bist. Aber mir soll es recht sein. Du hast genug wichtige Leute überzeugt. Dann kommen wir mal zu deiner Prüfung. Nice. Die Sektenspinner haben in letzter Zeit einige Buddler in ihr Lager gebracht, um ihre seltsamen Götzen anzubeten. Mir ist völlig gleich, wie sie ihr Leben verschwenden. Den Erzbaron geht das allerdings gehörig gegen den Strich. Wir glauben, dass der bald eine große Gruppe von Buddlern das Lager verlassen will. Finde raus, ob es wahr ist. Wenn das der Fall ist, finde heraus, wer sich alles aus dem Lager verabschieden will. Dann kannst du zu Gomez in die Burg. Ich wurde neulich von einem Novizen namens Nyras angesprochen, der von etwas Ähnlichem geredet hat. Umso besser. Dann weißt du ja, an wen du dich wenden musst. Und was ist mit dem Gefallen, den ich dir schulde? Da werde ich später drauf zurückkommen. Ja, okay, Alter. Seit ich in der Kolonie bin, werben Novizen im Außenring für das Sumpflager. Bis jetzt hat das doch niemanden gestört. Das verstehe ich selbst nicht. Aber hier im Lager ist es gesünder, die Erzbarone nicht zu hinterfragen. Warum wirft Gomez die Sektenspinner nicht einfach aus dem Lager? Wie stellst du dir das vor? Die Templer halten die Minecrawler davon ab, die alte Mine zu überrennen. Und das Sumpfkraut wächst auch nicht gerade überall. Wenn die Erzbarone offen gegen die Sektenspinner vorgehen, verliert das Lager mehr als es gewinnt. Ja gut, das sehe ich irgendwie auch. Okay, dann wollen wir mal. Erstmal sprechen wir mit unserem tollen Freund bei die Zipitur, Alter. Mal sehen. Vielleicht sagt er mir ja, oh, beide Zipitur würde dich gerne im Lager der Sümpfe erwarten, wo du dort die Wahrhaftigkeit des Schläfers begutachten kannst, du Butler. Mal sehen. Oh, schon mal bei ihm sind, weißt du was? Wir gönnen uns. Hier ist das Erz. Und hier ist der Stein. Verwende ihn weise, denn aus großer Macht folgt große Verantwortung. Korrekt. Und jetzt? Wie verwende ich ihn? Wenn du nichts spürst, fehlt dir vermutlich noch etwas magische Energie. Und wo kriege ich die her? Ich bin ein Butler. Schon vergessen? Verzage nicht. Die weisen Gurus des Sumpfes haben herausgefunden, dass die Einnahme von 50 Dunkelpilzen dafür sorgt, dass deine magische Kraft steigt. Schon mal einen einzigen Dunkelpilz in der Kolonie gesehen? Ich nicht. Dann kaufe er sich Mana-Tränke. Wo? Und überhaupt? Womit denn? Bei Innos bist du nervig. Mir ist völlig egal, wo du dein dummes Mana herkriegst. Und jetzt verzieh dich. Scheiße. Ich habe das Gefühl, es war kein allzu guter... Keine allzu gute Investition. Ein magischer Runenstein. Doch, wie benutze ich ihn? Bei Zipitur, du Arschloch. Ach, ja, egal. Was sind schon ein paar Erzbrocken, wa? Fisk hat auch nichts mehr für mich, außer vielleicht ein paar nice Hosen. Ist auch nicht schlecht. Was wollte ich jetzt machen? Warum bin ich hier? Ah ja! Hier, bei Zipitur wollte mir jetzt nichts so über den Sumpf sagen, aber da war doch dieser eine Typ, der nicht mit uns geredet hat. Der saß da auch rum vom Sumpflager. War der hier irgendwo? I don't know. Ich glaube, der war irgendwo hier im Außenring. Bam, mal sehen, vielleicht finden wir ihn ja. Das wäre relativ cool. Und wenn nicht, ist halt scheiße.
Ja, der Typ. Nyras, genau. Erinnerst du dich noch an mich? Natürlich. Ich habe dir einen Ausweg aus dieser Hölle hier geboten. Und du hast mich und meinen Glauben beleidigt. Du hast den Schläfer beleidigt. Sorry. Es tut mir leid. Ich habe erkannt, was für einen Fehler ich gemacht habe. Und möchte mit dir ins Sumpflager gehen. Ha. Du glaubst das doch nicht ernsthaft. Doch, Bruder. Erzähl mir etwas über den Schläfer. Der Schläfer spricht zu uns. Er bereitet uns darauf vor, dass wir die Fesseln der Barriere sprengen. In unserem Lager im Sumpf hat jeder seinen Platz. Die Gurus beten mit uns. Die Templer trainieren mit uns. Es ist ein gutes Leben. Auch ich werde sicher bald den Platz eines Gurus eingenommen haben. Okay. Was kann ich tun, um mir dein Vertrauen zu verdienen? Du kannst mir zeigen, dass du es wirklich ernst meinst. Du hast den Schläfer beleidigt und musst Buße tun. Auch wenn hier in der Barriere die alten Götter kaum Einfluss haben, gibt es trotzdem noch Ketzer, die ihre Zeichen tragen. Ich habe gehört, wie der Schatten Ori von seiner Innos-Statue geredet hat. Nimm ihm irgendwie seinen Schlüssel ab und hol die Statue aus seiner Truhe. Er wohnt oben bei den Zuschauerrängen. Das Haus mit der Bank davor. Oh, was für ein Zufall. Ja, okay. Gut, dass ich die nicht verkauft habe. Ich habe die Statue. Gut gemacht. Gib sie mir. Ich werde sie schon angemessen entsorgen. Das heißt, dass du mir verziehen hast? Ich vielleicht. Aber ob der Schläfer dir verzeiht, kann ich dir nicht sagen. Im Lager werden wir dann weitersehen. Das heißt, dass ich mitkommen darf? Natürlich. Wann und wo treffen wir uns? Das werde ich dir schon früh genug sagen. Ich erzähle das doch nicht rum, damit einer dieser Gardisten davon Wind kriegt. Und nun gehe ich in meine Hütte. Es gibt viel vorzubereiten. Korrekt. Davon hatte ich schon mehr erwartet. Vielleicht finde ich mehr Informationen in Nyras Hütte. Aber da komme ich niemals rein, ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Ich sollte mit Diego reden. Gut, wollen wir das Nyras nicht direkt sagen, oder? Dreht sich um, schlafe zu sich selbst, das würde schon nicht mitbekommen. Nein, nein. Lass dir da nichts einreden, Bruder. Mach den Drogra, murmel einfach irgendeine Scheiße und verbiss dich dann. Goddammit. Ach ja, na gut. Reden wir nochmal mit Diego. Vielleicht hat er noch irgendwas zu sagen. Aber was für ein Glück, dass wir diese Innos-Statue geklaut haben. Richtig gut. Richtig lucky. Und hier soll irgendwo ein Schatz sein oder so eine Scheiße. Keine Ahnung wo. Aber angeblich irgendwo. Kann ich die Schaufel einfach so irgendwo benutzen eigentlich? Habe ich überhaupt eine Schaufel? Ja, da. Aber die kann ich irgendwie nicht benutzen. Na, okay. Nicht optimal. Nicht optimal. Oh lol, guck mal. Ja gut, so viel zur Schaufel, wa? Ob er das gemeint hat? Aber er sagt doch im Tümpel, oder? Doch, Dexters Geheimnis. Ach so. Nee, Dexters Geheimnis war die andere Scheiße. Okay. Dann habe ich wohl fucking Pech gehabt. Keine Ahnung. Diego, mein Sonnenschein. Ich habe Neuigkeiten über Nyras. Immer raus damit. Ich konnte mir das Vertrauen von Nyras erschleichen. Über das Treffen hat er mir leider nichts erzählt, außer dass ich rechtzeitig informiert werde, wenn wir aus dem Lager verschwinden sollen. Das reicht mir nicht. Mit den wenigen Informationen werde ich kaum etwas anfangen können. Hast du dich in seiner Hütte umgesehen, ob dort Hinweise versteckt sind? Ich habe es versucht, aber die Tür ist verschlossen und Nyras sitzt wie eine Henne auf dem Ei davor und lässt sie nicht aus den Augen. Da kommen wir also nicht weiter.
Da kümmern wir uns später drum. Das ist jetzt nebensächlich. Deine Prüfung kann warten. Ich habe von einem guten Freund eine Nachricht erhalten, dass wir bald loslegen können. Es wird Zeit, dass du deine Schuld bei mir einlöst und wir uns um Brabak kümmern. Danach kümmern wir uns um Nyras und deine Prüfung. Okay. Was hast du für ein Problem mit Brabak? Brabak wollte meinen Kumpel Gorn umbringen und hat ihm eine Truppe von Schlägern auf den Hals gehetzt. Gorn ist noch am Leben, aber damit hat Brabak nicht nur einen Streit mit mir provoziert, sondern auch mit dem neuen Lager. Gorn ist einer ihrer Söldner. Der Magier Milton und ich haben einen Plan. Den setzen wir heute Nacht um. Mit deiner Hilfe. Und was für eine Rolle spiele ich dabei? Brabak ist nicht nur ein gewaltiges Arschloch. Er ist auch gierig wie ein Goblin. Du wirst dich in der Burg nach Schmuckstücken umsehen und sie in Brabaks Truhe legen, während Milton und ich einen anderen Weg nehmen und uns um etwas anderes kümmern. Wenn alles gut geht, treffen wir uns am nächsten Morgen wieder bei meiner Hütte. Deswegen könnte ich also am Galgen landen. Wenn ich als Butler in der Burg entdeckt werde, komme ich niemals lebend von dort weg. Gut erkannt. Puh, das klingt hart. Als einfacher Butler komme ich doch niemals in die Burg. Im Marktviertel gibt es einen Hintereingang. Durch Milton bin ich an einen Schlüssel gekommen, damit ich meinem Helfer reinschmuggeln kann. Korrekt. Wo finde ich den Schmuck? Im Haus der Erzbarone. Sieh dich dort im ersten Stock um. Okay. Wo ist Brabaks Kammer? Direkt über der Küche im Haus der Erzbarone, von der Treppe aus rechts. Übrigens ist es unabdinglich, dass du Schlösser knacken kannst, sonst wäre dein Einbruch schnell vorbei. Ja, können wir alles. Ordentlich schleichen zu können, wäre sicher auch von Vorteil. Können wir auch. Alles gar kein Problem, Diego. Muss ich auf irgendetwas achten? Natürlich. Lass dich nicht erwischen. Sollte das passieren und du überlebst, musst du untertauchen. Ich werde dich früher oder später schon finden. Keine Sorge. Big Brain, lass dich nicht erwischen, Alter. Ja, warte mal, Diego. Bevor ich da reinrenne, hole ich mir noch ein paar Dietriche. Und zwar so viele, wie ich tragen kann, wie ich kaufen kann. Ich glaube, da ist richtig viel zu holen, ne? Ich habe noch 4 Dietriche. Wird aber erstmal nicht reichen, glaube ich. Ich bekomme noch ein bisschen Scheiß und dann genehmigen wir uns ein bisschen. Fingers, mein Sohn. Pass auf. Zeig mir deinen Scheiß. Zeig mir deine Ware. Wir werden jetzt richtig abräumen. Im besten Fall. So, was haben wir denn hier? Die Scheiße kannst du haben. Eine Pfanne erreicht mir. Das kannst du haben. Das kannst du haben. Beschissene Runenstein, den behalte ich. Das kannst du haben. Die Zähne kannst du haben. Das bringt richtig viel. Ja, das bringt ja alles kein Geld. Hier, Wasser ist scheiße. Wasser ist für Versager. Was ist denn zur Stärke? 300 Gold. Erz, aber lassen wir mal. Hier, Käse kannst du haben. Weizenfleisch eh voll die Scheiße. Kannst du auch haben. Bier kannst du haben. Ja, komm. Alles weg, Leute. Alles weg. Brot bringt nur 1. Ja, dann behalte ich das Brot. Bringt ja nix. Ja, Starkbier, das kannst du auch haben, Junge. Zahl Smallred-Fleisch, genehmige dir. So, den Heiltrank behalte ich noch. Oder wird er mir viel bringen? Ja, 12, ja, ist nicht redenswert. Geben wir einfach so viele Dietriche, wie es geht. So. Okay. Und dann werden wir aber richtig abräumen jetzt, Leute. Da wird richtig abgehen. Ich hoffe, ihr seid bereit. Ich weiß nicht, ob ich es bin. Aber wir werden es probieren. Wir werden es erleben. Wir werden es machen. Das wird bestimmt gut funktionieren. Lass euch da bitte nichts anderes einreden, Leute. Ja. Lass uns loslegen. Kannst du den Schlösser knacken? Ja, ich kann alles. Wie steht's mit Schleichen? Ja. Absolute Schleichmaschine. Ausgezeichnet. Hier ist der Schlüssel für den Kerker. Du wirst auf jeden Fall eine Menge Dietriche brauchen. Mehr kannst du bei Fingers kaufen. Ja, sehr gut. Oh, okay, der hat mir auch nochmal Dietriche geschenkt.
sehr, sehr gut. Mit 32 Dietrichen sollte ich damit ja tatsächlich nicht komplett nutzlos sein, ne? Ah, ist auch eine Mission, die wir ja bei Nacht machen sollten. Ich sollte also vielleicht erstmal pennen gehen. Bam, bam, bam. Warte mal, wir klettern einfach hier hoch eben. Ich glaube, Taschendiebstahl zu skillen wäre jetzt nicht dumm. Weil dann könnten wir Dex das Geheimnis machen. Da ist ja schon die Truhe. Vielleicht hat er einfach nur einen Schlüssel bei sich. Und dann ist alles chillig. Das wäre vielleicht cool. I don't know. Wir pennen erstmal bis zum nächsten Abend, so. Oder bis Mitternacht vielleicht lieber? Ja, komm, gönnen wir uns bis Mitternacht, Leute. Mal ein bisschen in der Finsternis. Mitternacht, fürchte dich vor der Dunkelheit. So, und jetzt haben wir ein bisschen was zu tun, ne? Wow, was war das denn für ein Sprung? Dann wollen wir mal sehen. Ist Diego eigentlich schon da? Partizipitur der Hurensohn, ey. Diego ist auf jeden Fall hier. Okay. Kannst du mir was beibringen, Diego? So, wohin jetzt mit mir? Hierhin? Ist das der Ort? Ich glaube fast nicht. Reis, Schnaps, lecker, Käse. Ich sehe übrigens auch nichts, Leute. Aber hier ist, glaube ich, auch keine Tür. Aber ein Hammer, ey, nice. Hammer, wie du dich bewegst in dem Outfit. Hammer, wie du dich bewegst in der Butlerhose. Ja, hier werden wir auch nicht fündig. Der mit meinem Leben. Es gibt eine Hintereingang. Da weiter in die Richtung vielleicht? Weil da ist ja Fisks Hütte. Ich glaube nicht, dass ich da reingehen soll. Vielleicht der hier. Nope, die Scheiße kriege ich nicht auf. Anscheinend. Damit kann ich nicht interagieren. Genauso wie mit der. Hä, wohin dann mit meinem Leben, Alter? Doch in Fisks Hütte? I don't know. Ich speichere erstmal nochmal. Gucken mal hier rein. Ich sollte dir die Finger abschneiden. Ja, ist nicht optimal gelaufen. Er hat es einfach umgebracht, eiskalt. Ich dachte, das wäre meine Haustür. Sorry, Alter. Aber die Scheiße daneben ist doch auch niemals, oder? Oh. Oh. Ein Kampf. Ich glaube eher ein Massaker, aber hey, wer bin ich schon, um da zu judgen? Ja, es ist beides nicht richtig. Wohin mit mir, Diego? Erzähl mir mehr. Habe ich da was übersehen oder so? Ist doch vielleicht hier irgendwo? Lass mal die Fackel auspacken. Ich sehe einen Scheiß. Nee. Keine Tür für mein Ass. Komisch. Bam, bam. Fucking Keile. Der Haufen Scheiße. Ja, aber ehrlich, wohin jetzt mit mir? War es vielleicht doch am Arena-Viertel? Oder kann ich hier rein? Naja, auch diese Tür kann ich nicht öffnen. Tja, scheiße, ne? Hier ist halt auch nichts. Bruder, wohin denn mit mir? Weißt du, die und diese Milden anschleichen. Ein Haus der Erzbauer nach Schmuckstücken und sehen, diese in Babax-Trippe stammen. Mindestens 5 Stück sollten reichen.
Ich habe beschlossen, ja, jetzt kann ich damit in die Burg durch den Kerker betreten. Der Kerkereingang befindet sich am Marktplatz. Ja, da war ich ja doch richtig. Aber warum ist da nichts? Okay, da stand was von 23 Uhr, ne? Da sind wir jetzt ein bisschen drüber, aber ich glaube, das sollte doch trotzdem passen, oder? Ja, beschissen. Der Kerkereingang ist am Marktplatz. Sehe ich aber nicht viel von. Hier bin ich ja auch falsch. Da oben ist auch nicht. Ja, Bruder, wohin mit meinem Leben? Das war ja auch anscheinend falsch. Muss ich mich da doch reinknacken? Oh, guck mal, Nadel, nice. Nehmen wir mit. Oder ist es doch hier irgendwo? Nee. Glaube ich eher weniger. Ah. Das ist ja nicht mehr der Marktplatz hier, ne? Da ist noch ein chilliger Butler. Tja, Leute, Pech, ne? Ich such mal ein bisschen offscreen. Bis gleich. 2000 Jahre später. Leute. Halt einfach dein Maul, du Gardist. Pass auf. Man klettert das hier drauf. Ich. So. Dann geht man hier rüber. Dann springt man dahin. Fährt auf den Boden. Klettert da nochmal rauf. Dadan. Guckt euch den Scheiß an. Und ich suche die ganze Zeit nach einer Tür, die halt einen Schlüssel braucht. Big. Uff. Egal, wir sind drin. Los geht's. Schauen wir mal, dass wir das irgendwie hinbekommen. Erzbrocken. Erstmal eine Fackel anmachen, Leute. Warum auch nicht? Ist bestimmt eine geile Idee. Ich nehme mal alles mit, was hier liegt. Warum auch nicht? Und noch eine gute Kiste. Die knacken wir mal auch auf. Rechts, rechts. Rechts, rechts, links, okay, rechts, rechts, links, rechts. Rechts, rechts, links, rechts, rechts, links, okay. Ah, hat sich fast gelohnt, passt schon. So, dann gehen wir mal hier rein. Sehr schön. Richtiger heißt hier. Normer Erz, lecker. Nehmen wir mit. Kostiges Schwert. Gleich liegt hier noch Innos Zorn, ihr kennt's. Vielen Gott, wie geil. Ich glaube, es war so ein Ort in der Burg, wo man sich nur hinschieben konnte oder so, ne? Um Innos Zorn zu bekommen. Naja. Okay, Leute, wir sind drin. Die Fackel lassen wir mal lieber hier. Ich speichere den Scheiß hier nochmal. Oder wollen wir mal? So. Guck mal, da sind noch ein paar kleine Fratzer. Wir sneaken uns einfach ganz chillig vorbei. Wir haben jetzt viel Zeit verschwendet mit der Suche, ne? Wie spät haben wir es im Spiel? Okay, 1 Uhr fast. Das heißt, wir haben ingame noch so 4 Stunden, um unsere Mission zu machen. Das kriegen wir bestimmt hin. Guck mal, da ist noch so ein anderer Dude. Aber ist jetzt egal, da waren wir nämlich nicht lang. Wir wollen jetzt hier direkt rechts rein. In das Haus der Erzbarone, Leute. Ein Fackelhalter, okay. Damit interagiere ich mal nicht. Was haben wir denn hier? Ist da irgendwer drin? Oh ja, ja, okay. Da wollen wir schon mal nicht lang. Wir speichern das Ganze nochmal. Denn ich habe ein bisschen Pipi in der Hose. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir hier nicht verkacken. Also direkt rechts ist, glaube ich, Brabaks Zeug, ne? Dann gehen wir erstmal nach links und gucken, dass wir da was klauen, was wir dann rechts bei Brabak reintun. Big Brain. Schauen wir mal. Okay, da ist noch ein anderer Dude, das ist alles nicht optimal. Wie soll ich mich an denen vorbeischleichen? Scheiße.
Ja, Leute, keine Ahnung. Gucken wir mal, was haben wir denn hier? Ein Kerzenständer, nice. Schmuck, sehr schön. Genau das, was ich wollte. Ist das eine Truhe? Ja. Rechts, links. Rechts, links, rechts. Okay, rechts, links, rechts, rechts. Rechts, links, rechts. Oh mein Gott. Rechts, links, rechts, rechts, rechts. Okay. War auch gar nicht nervig. Sehr schön. Können wir uns auch direkt selbst die Taschen ein bisschen füllen. So, noch ein Kerzenständer. Sehr gut. Käse, Ampora, Bier, Pokal, Brot, Besteck, sehr schön. Scar schläft hier. Ja, hoffentlich wecken wir da nicht, ne? Links, rechts, rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, okay. Schmuck. Wie viel Dietrich habe ich noch? 21, wir müssen vorsichtig sein. Ja, Scar mit seinen Bling Blings. Mit so scheiß viel Schmuck. Man kennt ihn. Okay, ich glaube, ich habe alles an Schmuck da. Dann gehen wir zu Brabaks Thron und packen die Scheiße da rein. Hey, steht da wer? Scheiße. Okay, der patrouilliert aber weg. Fällt ihm auch gar nicht auf, dass die scheiß Tür offen ist. Ja, korrekt. Absolut ehrenwert. Der verpisst sich also irgendwann. Gut zu wissen. Da warte ich nur, bis er von Brabaks Tür weg ist. Damit wir uns da reinschleichen können. Okay, das kriegen wir sicher hin. Hier irgendwas? Ne. So, mal sehen. Ich weiß nicht, ob man den auf der Aufnahme überhaupt sieht. Wir warten hier erstmal, bis er sich verpisst. Ja, guter Gardist, ne? Entspannt sich ja hier ein bisschen wacher. Oh, Bruder, der geht hier lang! Willst du mich verarschen? Alarm! Alarm! Fuck! Ja, das war's dann wohl. Nicht optimal. Ja, Leute. Spiel an, würde ich sagen. Der geht da eiskalt lang, der Arsch. Ja, fuck. Gut, dass wir gespeichert haben, Leute. Und gut, dass ich hier einen Scheiß sehe, Leute. Habe ich jetzt den Schmuck bekommen? Also habe ich jetzt alles an Schmuck? Wenn ich keinen anderen Schmuck mehr finde, sollte das genügen. Soll ich noch etwas mehr suchen? Das sollte genügen, ne? Würde ich auch meinen. Ja, komm, passt schon. Direkt Alarm. Alarm. Okay, wir warten mal, bis er sich bewegt, bevor ich einen Move mache. Weil er braucht halt 3 Stunden, um zu gehen. Wir warten mal hier oben. Und dann, wenn er unten lang geht, gehen wir oben lang. Und wenn er oben lang geht, gehen wir unten lang. Big Brain, Leute. So, ich trinke noch was. Ey, man muss natürlich hydriert bleiben, Leute. Lasst euch da nichts einreden. So, der verpisst sich nach unten da auf und scheiße. Sehr schön. Dann wollen wir mal hier lang gehen. Hier ist noch eine weitere Tür. Ah, die juckt uns erstmal nicht. Wir gehen mal ein bisschen weiter. Ist noch eine Tür? Ah, ich glaube, wir müssen in die da. In die Tür da drin. Bitte sei nicht verschlossen. Danke. Ist das Brabaks Kammer? Oh ja, Brabak und Brabaks Truhe. Let's go. Gucken wir uns da noch ein bisschen um, bevor wir die Scheiße da reintun. Ah, einen guten Käse nehmen wir doch immer mit. Wenn wir schon mal hier sind, Leute. Let's go. Arthur. Ja, komm. Lass zuerst Brabaks Truhe knacken, denn das ist das Wichtigste. Ich speichere hier nochmal. Bevor wir da rangehen. Oh, die ist nicht mal verschlossen, lol.
Ich lasse das Zeug einfach mal hier. Weil, ist ja egal. Der hat das ja geklaut. Er nimmt ja nicht von seiner eigenen Truhe dann weg, ne? Steht hier, Leute. Big Brain. Baba kann sich mal gönnen, die scheiß Erzbrocken. Ist okay. Er ist bald nicht mehr da. Aber wir nehmen uns den Inhalt dieser Truhe mit. Rechts, links, 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 links. Okay. Noch mehr Schmuck und noch mehr Erz. Gut, wir haben jetzt Schmuck dort reingetan. Den restlichen Schmuck behalte ich einfach und verkauft die Scheiße. Reicht, ne? Ich habe den Schmuck im Brabaks Truhe verstaut. Ich sollte nun schnell aus dem Erzbaronhaus abhauen, aber am besten über einen anderen Weg. Denn es ist schon recht früh und die Wachen gehen natürlich nach die innere Burg lässt sich. Okay. Mal sehen, wie wir da gut rauskommen. Ich guck erstmal, ob die Wache gerade beschäftigt ist oder nicht. Die fucking Wache ist genau dort, okay. Ja, verpiss dich mal, Alter. Bitte. Das geht eigentlich. Wir haben noch 2 Uhr morgens. Das ist okay. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Na komm. Sei ein braver kleiner Gardist und verpiss dich, Alter. Das wäre nett. Der geht hier rein? Nee, okay. Alter, mein Herz. Ach so, der bleibt dann da einfach stehen, der Hurensohn. Ist richtig. Ist das? Dann gehen wir einfach mal hier rein. Ah, die Tür ist nicht verschlossen. Cool. Nehmen wir uns mal mit, was wir kriegen können. Gebratenes Fleisch. Sehr schön. Eine Pfeife. Mhm. Ich dachte, die Pfeife liegt im Brabaks Bett. Oh, shit. Oh, Bartolo, okay. Schlüssel. Der ist schon mal mein. Schmuck. Ah, links, links. Fuck, links, links. Rechts, links, links. Rechts, links, rechts. Okay, sehr schön. Scheiß viel Wein und Bier. Sehr schön. Das wird uns ein gutes Sümmchen geben. Was haben wir denn hier? Ah, vielleicht unseren Weg raus. Mal sehen. Ich sehe hier einen Scheiß. Oh. Ah, guck mal, da geht's echt raus. Ist hier sonst irgendetwas? Fremdes Bett. Noch eine Truhe. Nehmen wir mal mit. Links, rechts. Links, rechts. Links. Okay, links, rechts, links. Links. Okay. Hier ist noch ein bisschen scheiße. Da geht's noch hoch. Will ich hoch? Ich glaube, ich will hoch. Fuck, die falsche Seite. Wow. Ganz ruhig, Bruder. Aber wir machen die Scheiße hier nochmal auf. Fuck. Links. Links, rechts. Links, rechts, rechts. Links, rechts. Rechts, links. Okay. Scheiß nehmen wir uns auch mit. Was haben wir denn hier? Guck mal, ein Weg nach draußen. Sehr schön. Wollen wir noch erstmal nach oben und gucken, ob wir da was mitnehmen können? Ja, komm, Leute, ey, wir gönnen uns nochmal. Hier, warm. Wir gönnen uns nochmal die Scheiße von da oben. So, mal sehen. Ich sehe übrigens auch gar nichts, Leute. Ah, ist ein bisschen belastend. Mit den Shader könnten wir vielleicht noch ein bisschen was sehen, aber so ist ein bisschen schwierig. Boah, ich sehe wirklich nichts, Leute. Ja, doch ein bisschen. Ist hier irgendwas Nennenswertes? Ah, nur eine weitere Leiter sehe ich. Gehen wir einfach weiter hoch. Ist okay. In der Macht der Finsternis wird sich gegönnt oder so. Da ist ein bisschen Licht. Das ist bestimmt gut für uns. Mal sehen. Ist hier Enos Zorn irgendwo? Ich wundere mich. LOL! Guck dir mal den Typ an! Wie geil, das ist wohl ein Easter Egg. Der hat hier noch einen nice PC, Alter, alles chillig. Plasqua. Können wir mit ihm reden, Alter? Ey, Plasqua. Ist irgendwie
jemandem von euch eigentlich schon mal aufgefallen, was ich hier oben für ein spannendes Leben habe? Ich sitze in einem Turm fest. Wenn ich lange blonde Haare hätte, könnte ich genauso gut Rapunzel heißen. Wie geil ist der denn? Dein Bier klaue ich mir aber. Blasko, mal sehen. Vergessen Sie, ist nicht vergangen. Erstmal hier aufgerufen. Absoluter Ehrenmann, wie geil. Ja, Leute. Schön, dass wir das gefunden haben. Rechts, links. Ey, lass mich doch mal ein bisschen plündern, Alter. Hat er was dabei? Da ist nichts zu holen. Oh ja. Links, links. Fuck. Hast gewonnen. Schon gut. Rechts, rechts, links. Rechts, links, links. Rechts, links, links, links. Oh mein Gott, das war auch viel zu... Für eine Erzbronze hat sich ein Scheiß gelohnt. Fick dich, Plasko. Nein, Spaß. Tschüss. Mit dem Greenscreen und so sieht das aus, als wäre er ein YouTuber, aber ich kenne ihn leider nicht. Ja, trotzdem cool. Bruder, ich sehe aber trotzdem gar nichts hier. Ja, okay, passt schon. Keine Ahnung, ob wir hier schleichen sollten oder nicht. Schlag vor, wir gehen einfach raus. Oh Mann, oh Mann. Plasqua mit seinen goldenen Haaren, ey. Gut, jumpeln wir mal hier raus. Zack. So eine Legende bin ich manchmal, ne? Sehr schön. Oh, das war, glaube ich, nicht so klug. Egal, schnell weg. Tschüss. Haut rein, Jungs. Wir sehen uns. Ich mach nochmal hinter mir zu. Ist ja... Hört ja dazu, ein bisschen Anstand. Dann mache ich noch meine Fackel an, damit wir hier nicht blinden. Oder blindet bleiben, besser gesagt. Und das sind... Ey! Hab ich mir doch gedacht. Wer bist du? Ich stand am Markt und habe beobachtet, wie du in den Kerker verschwunden bist. Kurz danach sind ein Schatten und ein Magier mit einem Seil in die Burg geklettert. Da habe ich beschlossen, dir zu folgen. Was willst du von mir? Ich will all deine Wertsachen, sonst gehe ich direkt zu den Gardisten und lasse dich verhaften. Du kannst mich mal. Und glaube nicht, dass ich dich einfach so gehen lasse. Du Haufen Scheiße. Sorry, Kumpel, aber das war's für dich, du Penner. Hä? Kann ich ihn nicht finishen? Oh, ist er vielleicht schon tot? Naja, okay. Gut, gehen wir. Ja, aber war ein Butler umgebracht. Kann man... Oh shit, was zum Fick. Niemand. Boah, das kann kein Zufall sein. Diego muss damit etwas zu tun haben. Erst die Sache mit dem Butler und jetzt stürzt auch noch ein Turm ein. Ich tauche unter, wie Diego es mir geraten hat. Alter! Mehrere Tage später. Habe ich mich erschreckt. Der Turm ist eingestürzt, so wie am Anfang von Gothic 1 halt. Geil. Komm raus, oder soll ich die Tür eintreten? Ja, fuck, Alter. Gut, Leute, aber ich würde sagen, das war's mal für heute. Von Vergessen ist nicht vergangen. Haut rein, ciao. Bitte.